Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS Feuerwehr auf der NF Marsch beim Lion-HD. Ich grüße euch, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, es ist Mittwoch, eigentlich wieder Fire Day. Das ist ja gesagt, Montags, Mittwochs gibt's Feuerwehrvideos. Ja, heute ist es auch wieder der Fall. Aber heute ist es noch ein bisschen anders. Heute habe ich mir überlegt, oder wurde mir mitgeteilt, aktuell ist es ein bisschen ruhig. Es gibt keine Feuerwehreinsätze, also die Bürger sind lieb. Ja, die bauen also kein Mist. Unser Brandstifter, keine Ahnung, was der macht. Von der Polizei haben wir noch nichts gehört, ob es den noch gibt oder so. Also wie gesagt, auch selbst der hält momentan die Füße still, Gott sei Dank. Verkehrsunfälle gibt es auch keine. Also alles momentan ruhig, was seitens der Feuerwehr betrifft. Ja, was wir aber noch gar nicht gemacht haben, wir haben ja vor kurzem hier dieses Feuerwehranwesen übergeben bekommen von der Stadt. Ja, also hier die Feuerwehrhalle, sprich unsere Feuerwache. Natürlich auch dann unsere Rettungsdienstwache, die wir auch übergeben bekommen haben. Ja, das wurde ja auch gemacht für den Rettungsdienst. Und auch die Polizei. Wie gesagt, das ganze Gelände wurde ja offiziell übergeben von seitens der Stadt, vom Magistrat und auch vom Land. Und auch von dem Landkreis wurde alles offiziell übergeben. Aber was wissen eigentlich die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt von ihrer Feuerwehr, von ihrem Rettungsdienst und von ihrer Polizei? Eigentlich wissen die gar nichts. Die kriegen das mit, dass wir rausfahren, tatütata. Die Feuerwehr ist da oder tatütata, der Rettungsdienst ist da oder die Polizei. Aber wie das alles aufgebaut ist, was die Feuerwehr hier an Fahrzeuge hat, ja, das ist, denke ich mal, dem einen oder anderen Bürger überhaupt nicht bekannt. So, wie können wir das ändern? Da gibt es ja den eigentlichen, ja, so wie es immer heißt, den Tag der offenen Tür. Heute ist so ein Tag. Ja. Wir haben uns überlegt, von seitens der Feuerwehr mit Absprache der Polizei und auch dem Rettungsdienst, dass wir sagen, wir wollen einfach mal den Bürger die Nähe zeigen oder auch die Möglichkeit geben, mal die Feuerwehr kennenzulernen, mal den Rettungsdienst kennenzulernen, aber auch einfach mal die Polizei kennenzulernen, Fragen zu stellen, sich zu informieren. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der irgendeine brennende Frage auf dem Herzen hat, wo ihn irgendwas interessiert und wo aber nie irgendwie, klar, man kann im Google googeln, ja, man kann im Internet alles rumsuchen, aber es ist doch vielleicht was anderes, als wenn man hingeht und dann jemanden persönlich mal fragt, einen Feuerwehrmann, einen Sanitäter oder einen Polizisten, wie, was, wo, warum, weshalb, das alles so getätigt wird. Das wurde alles, wie gesagt, gemacht. Wir haben uns überlegt, wir haben gesagt, wir machen einfach mal so eine Art Tag der offenen Tür. Ich präsentiere euch jetzt einfach mal die Fahrzeuge der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, bevor wir dann die Öffentlichkeit zulassen. Ja, offiziell ist hier Standort um, ich glaube, 12 Uhr. Kommt der Bürgermeister und ein paar von der Stadt, die Politiker, sie werden dann nochmal offiziell eine Begrüßung tätigen. Es kommt auch, der Fahrer kommt, der eine obligatorische Ölung auf die Fahrzeuge gibt. Einfach zu sagen, dass wir Feuerwehrleute und auch die Polizei, der Rettungsdienst immer von jedem Einsatz gesund wieder nach Hause kommen, dass wir gesund zur Einsatzstelle kommen, ja, dass uns Rettungskräfte nichts passiert. Da kommt immer mal so, das wird auch bei neuen Fahrzeugen gemacht, dann wird immer so eine Übergabe, dann kommt auch der Fahrer dazu, die so einen Segen abgeben, ein kleines Gebet machen. Das ist eine super Sache, muss man ehrlich sagen. Aber wie gesagt, heute ist es so, dass die Bürger ab 12 Uhr dann auch die Möglichkeit haben, sich die Autos mal anzugucken, Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass der ein oder andere sagt, wow, das ist richtig interessant, was die Feuerwehr macht. Ich sehe die immer nur hier mit ihren roten Autos rumflitzen. Ja, ich ab und an lese ich in meiner Zeitung oder im Internet oder auf der Homepage der Feuerwehr, dass da wieder ein Einsatz gewesen ist. Aber die Hintergründe
wie das alles funktioniert mit der Alarmierung, ja, wie das ganze Szenario abgeht, dass dann die Feuerwehrleute mit ihren Autos, privaten Autos, egal wo sie sind, zu Hause, beim Einkaufen, auf der Arbeit oder bei ihrem Freizeithobby, keine Ahnung, ja, und dann alarmiert, dann fahren die mit ihren auch Privatautos ja dann auch im Verkehr mäßig ins Feuerwehrhaus und dieser Adrenalin und diese ganzen Fragen, die da entstehen, da kommen unheimlich viele Fragen. Wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viele Tage der offenen Türen im Realleben bei mir gehabt. Und wenn du da so hörst, was die Bürger oder Bürgerinnen und auch Kinder, ja, für Kinder ist es natürlich das Highlight, aber auch dann so die ganzen Anwesen, auch außerhalb die Leute, die dann so kommen, ja, zum Kaffeekuchen, zum Mittag, zum Grillen und so, das ist ja so ein Familienfest, ist ja Feuerwehrtag, doch, du, ist immer so ein Familienfest. So, und dann ist halt immer interessant, was da für Fragen doch entstehen, ja, es sind viele, viele Fragen, die da aufkommen und wir versuchen natürlich das Bestmögliche dann zu beantworten. Hier ist natürlich noch der Vorteil, dass hier auch noch der Rettungsdienst im Haus mit drin ist, ja, also wir haben die extra Wache Rettungsdienst und natürlich haben wir auch die Polizei, also es sind alle wichtigen Organisationen da. Wer jetzt nicht da ist, die können aber aktuell nicht, weil die selber irgendwie, glaube ich, ein Fest oder irgend so was, ich weiß es gar nicht, irgendwas haben die zu tun, ist natürlich das THW, sprich Technische Hilfeleistung. Technische Hilfswerk. Die sind jetzt aktuell nicht abkömmlich. Die haben natürlich auch versucht einzuladen, sagen, dass die vorbeikommen und sagen, hier, kommt mit, macht mit. Aber sie werden definitiv auch nochmal, glaube ich, ein extra Fest machen, wo sie sich auch nochmal präsentieren oder so. Da war ja was im Gespräch, aber wann das genau ist, das können sie uns nicht sagen. Wie gesagt, ich würde einfach sagen, wir fangen an. Ihr seht, die Halle ist leer, weil wir ein Grundstück haben oder ein Gelände haben, wo wir alles aufbauen können. Das wurde uns von den Bauern, also vom Landwirt, wurde uns das zur Verfügung gestellt. Ja, das können wir jetzt auch behalten, da können wir auch Übungen drauf ausrichten und alles Mögliche. Aber wir haben dennoch trotz, sind wir, oh, was ist das hier, warum ich sehe das, den Drehleiter nicht, das Licht aus, ich verstehe es nicht, ich kapiere das nicht. Ja, hallo, Sie da, warum sind wir hier Licht aus, jetzt. So, wir haben aber dennoch trotz haben wir die Einsatzbereitschaft, ja. Also nicht über klar anderen Feuerwehren, dass man sagt, okay, die Nachbarfeuerwehr fährt unsere Einsätze mit. Nein, wir sind so groß, dass wir sagen können, wir haben baugleiche Fahrzeuge da. Wir haben unsere Drehleiter hier drin, ja, die Drehleiter 2, die kann im Einsatz rausfahren. Wir haben natürlich unser HLF 2, das baugleiche HLF steht drüben auf dem Gelände. Also wir haben hier die erste, wir haben Abmarsch, haben wir da. Die Mannschaft steht. Ja, wenn irgendwas ist, werden die dieses Fahrzeug besetzen und dann geht es zu den Einsätzen. So, wir wollen natürlich hoffen, dass wir keinen Einsatz haben, weil es soll ja ein schöner Tag werden und dass die Bürger und Bürgerinnen da ein bisschen Spaß haben und natürlich unsere Autos angucken können, nicht irgendwelche Einsätze mitverfolgen. Ist natürlich interessant, wenn die Feuerwehr mit Tatütata dann wegfährt, aber das ist eigentlich nicht unser Ziel. Ja, ihr seht, alle Hallen sind leer. Auch hinten ist alles leer, hier sind auch, wie gesagt, noch Feuerwehrfahrzeuge, die sind alle weg. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal aufs Gelände und schauen uns mal an. Ich erzähle euch ein bisschen was, nicht viel, nicht wenig, was wir alles so im Sortiment haben. Ja, da geht es schon los. Wir haben natürlich auch, klar, kommt kein Auto, ich über den Haufen gebrettert werde. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen für die Prominenz, sprich Politiker, die haben dann die Möglichkeit, sich hier oben ein bisschen hinzusetzen, ein bisschen zu genießen. Ja, da ist noch so ein kleiner Grill. Es ist so ein bisschen Cook and Show. Cook and Show machen wir hier, ja. Gibt es noch zwei Köche, die das so ein bisschen machen. Natürlich haben wir hier auch so ein paar Essensfressbuden, wie man so schön sagt, ja. Also hier gibt es ein bisschen was zu essen. Ne? Hier zum Beispiel hier mit der Bratwurst, der Bockwurst, ja, die Currywurst. Und also wir haben hier einiges, was die Kollegen hier gemacht haben. Dafür schon mal einen riesen Dank. Ja, da helfen natürlich auch die Alters- und Ehrenabteilung hilft damit, die Jugendfeuerwehr hilft auch ein bisschen mit, ja, und natürlich klar die Einsatzkameraden der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und auch der Polizei unterstützt. Also es ist ein gemeinsames Fest für uns alle. Ja, Fahrzeuge seht ihr, die blinken alle wie Weihnachtsbäume. Fangen wir einfach von vorne nach hinten an. Wir fangen mit der Polizei an, würde ich behaupten.
So, die Fahrzeuge, die so ständig im Dienst haben. Ja, wir haben hier einmal den Amorak VW. Das ist so ein ganz normaler Einsatzwagen, der so ein bisschen mehr geländegängig ist. Wenn die Polizei mal irgendwie ins Gelände müsste, würden sie natürlich mit dem Auto mehr Erfolg haben als mit einem VW Passat, der gegebenenfalls eben mal im Schlamm stecken bleiben könnte. Ja, der hier wird einfach dahin fahren und mal so vielleicht ein bisschen das Allrad da ein bisschen mehr für Ordnung sorgen können als ein VW Passat. Ja, ganz normales Fahrzeug. Amarok, ich sage immer Amarok, ich weiß nicht, aber Amarok von VW ist eigentlich nicht verkehrt. Ja, bringt Leistung und macht auch seinen Dienst. Ja, VW Passat haben wir natürlich hier auch ganz normaler Streifenwagen, der eingesetzt wird für polizeilich-dienstliche Maßnahmen, ob das Verkehrsunfälle sind, Verkehrsleitgeschichten, ob es ja, Straftaten sind, was auch immer. Das ist so das Standardfahrzeug der Polizei, die eigentlich immer so zu den Einsätzen fährt. Standard VW Passat V6. Ja, dann haben wir einen kleinen Vito, Mercedes-Benz Vito. Das ist eher so ein Fahrzeug mit, ja, für größere Schadenslagen, ich sage es mal, für Verkehrsabsicherung, für Gefahrüberwachung, also Gefahrgutüberwachung bei LKW, ja, so sag ich mal, bei Raststätten etc. Natürlich auch für Fahndungsaufrufe, die Schleierfahndung. Wenn die Kontrollen, Verkehrskontrollen sind, da wird das Fahrzeug auch sehr oft eingesetzt, weil hier halt die Kollegen von der Polizei einfach hier die Daten aufnehmen können. Ja, sie haben hier Laptops, sie haben die Möglichkeit hier ja alle Daten, die man braucht, einzugeben. Ja, diese Fahrzeuge werden da eingesetzt, auch wenn sie irgendwie LKW-Kontrollen machen. Es kommt ja sehr oft vor, dass man einfach mal spontane Kontrollen macht, was so auf unseren Straßen überhaupt unterwegs ist. Ja, Gefahrgut-LKWs, illegale Zustände, die LKWs, die echt auf Deutsch gesagt auf dem Schrottplatz gehören, die gar nicht mehr fahren dürfen, weil sie so technische Mängel haben. Das gibt es gar nicht. Dieses Fahrzeug wird dann natürlich dafür auch eingesetzt. Ja, deswegen sieht man auch hier oben die Absperrtafel, die Polfis. Ja, ist so, die hat mehrere Möglichkeiten. Gefahrgutsymbol, sie hat Pfeile links, rechts. Ja, wenn wir auch Verkehrsüberwachung machen, sprich so am Wochenende mal so einfach eine Alkoholkontrolle, ja, eine allgemeine Verkehrskontrolle machen, wird dieses Fahrzeug eingesetzt. Da kannst du die Pfeile nach links, nach rechts machen, wo die Autofahrer dann hinfahren. Absperrmaterial haben die Kollegen auch rausgestellt. Super Sache. Deswegen haben wir dann einen weiteren Mercedes Sprinter. Ja, das ist so ein, ja, Allround-Fahrzeug. Da werden dann die Kollegen halt groß bei Demos, bei Großschadenslagen können sie dann noch Kollegen von der Polizei einfach weiterhin zur Einsatzstelle befördern. Ja, das ist dafür so gedacht. Größerer, also ein großer Transporter ist das, den die Polizei da auch zur Verfügung hat. Ja, und dann haben wir nochmal ein Fahrzeug, was so rein mehr für die Verkehrsüberwachung ist oder Verkehrsabsicherung, die eingesetzt wird, wenn größere Schadenslagen sind, Unfälle etc. pp. Feuer, auch von seitens der Feuerwehr, wird dieses Fahrzeug mit eingesetzt, weil die auch diese Polfis-Anlagen oben auf dem Dach haben, mit Gefahrensymbole, mit Pfeile, mit Vollsperrung. Ja, wie ich das schon mal erklärt habe, die Polizei darf alles, die Feuerwehr darf den Verkehr leiten, aber nicht. Nein, wir dürfen keinen Verkehr leiten. Wir können uns sichern. Wir können mit der Polizei sagen, wir machen jetzt einfach eine Autobahn zum Beispiel zu, weil ich als Einsatzleiter entscheide, das Leben meiner Kollegen oder Kolleginnen ist mir wichtiger als irgendwelche Autofahrer, die Vollidiot mit ihrem scheiß Handy rumfahren und dann nicht aufpassen und dann in ein Feuerwehrauto randonnern. Ja, habe ich die Möglichkeit als Feuerwehr eine Vollsperrung zu beantragen, sagen, ich mache es hier mit meinen Feuerwehrautos die Autobahn zu, bis dann der grobe Dreck oder was auch immer runtergemacht ist, dann habe ich die Möglichkeit. Die Polizei darf den Verkehr leiten, das dürfen wir natürlich nicht. Ja, wir dürfen nur Hinweise geben, aber wir dürfen keine, ja, Verkehrsleitmaßnahmen ergreifen. Gut, das ist seitens der Polizei. Natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Polizeifahrzeuge. Das ist auf unserer Wache, die wir hier haben. Der seht ihr ja, die Polizeiwache. Ist das schon sehr viel, was wir hier an Alternativen für die Wache haben. Auf der nächstgrößeren Stadt gibt es natürlich das Polizeigewahrsam Nummer 1, die große Wache. Da sind wesentlich mehr Fahrzeuge. Da ist auch ein Wasserwerfer und so Geschichten. Ja, da ist auch der Gefängnisbus. Ja, also da haben wir wesentlich mehr. Hier sind so die Sachen, die wir vorerst brauchen.
wenn wir so, also wenn die hier gefordert werden, die Polizei. Gut, das war jetzt schon mal die Polizei. Nett, danke liebe Kollegen, super Sache. Ja, der Rettungsdienst. Es ist ein bisschen aufwendiger, muss man ehrlich sagen. Das sind ja unsere Regelrettungswagen, die ihr kennt, die bei der Feuerwehr nicht mit rausfahren. Ja, da haben wir auch diverse Sachen. Das sind die Standardfahrzeuge. Ja, wir haben unseren Rucksack, den wir immer mitnehmen zum Patienten. Wir haben unsere Absaugpumpe, wir haben unser EKG, was wir definitiv immer brauchen. Ich will gerade mal gucken, das hat der Kollege gar nicht rausgeholt. Ja, so, da haben wir unser EKG. Wir haben hier unsere Absaugpumpe, ja, die wir immer mitnehmen müssen. Wir haben unseren Notfallrucksack, den wir mitnehmen. Ja, so, Fahrzeug, klar. Hier sind diverse Schubladen, wo wir so diverse Sachen drin haben. Verpackungsmaterial, sprich unsere Infusionssender drin, unsere Zugänge. Alles Mögliche, was du im Rettungswagen brauchst, um den Menschen zu helfen. Ja, klar, hier ist Außenfach, haben wir unsere Schleifkorbtrage und jetzt ist es ein Spineboard. Die Schleifkorbtrage haben sie woanders hin. Ja, das Spineboard ist hier drin, um halt Personen zu tragen. Wir haben einen kleinen Feuerlöscher, den brauchst du natürlich auch. Unsere Striker-Rettungstrage, ja, nicht Bahre. Das tun nämlich manchmal viele vertauschen, dass sie sagen, eine Bahre. Nee, es ist keine Bahre. Da werden keine Leichen drauf transportiert. Das ist eine Bahre, hat einen Leichenwagen. Aber wir haben eine Krankentrage, ja. Krankenpersonentrage. Eine Personenkrankentrage. So ist es eigentlich auch richtig genannt. So, die ist ja von der Firma Striker. Ja, sehr gut. So, dann haben wir hier noch unsere Sauerstoffflaschen, die wir natürlich, klar, die wir brauchen, um dem Patienten natürlich Sauerstoff zuzuführen, wenn er den benötigt, ja, ganz normal. Ist ein Standard-RTW, ja, der hier bei der Feuerwehr, auch von der Feuerwehrleuten aktiviert wird, beziehungsweise auch besetzt wird von unseren Kollegen, ja. Aber wir haben auch natürlich hauptamtliches Rettungsdienstpersonal. So, wir haben uns einmal überlegt, wir holen uns auch mal den ASB dazu. ASB, die fahren auch in unserem Landkreis hier rum. Liebe nette Kollegen, ganz toll, Arbeiter-Samariter-Bund, kann man eigentlich nichts sagen, ja. Die fahren, wie gesagt, auch hier rum mit ihren Autos. Das ist jetzt Bau, eigentlich fast der baugleiche Innenausbau wie der hier von uns. Ja, wenn ihr mal so guckt, da die große Tür, die Seitentür und die kleine Tür. Selber hat der hier auch alles, ja, hinten natürlich, klar. So, und an der Seite hat das nicht mehr, aber fast ähnlich, diese Rettungswagen. Also Innenausbau ist genauso aufgebaut wie der da. Tja, dann haben wir mal überlegt, wir holen mal einen RTW, ja, Notarztwagen her für Kleinkinder. Es gibt vom Arbeiter-Samariter-Bund einen Baby-Notarztwagen. Den gibt es auch wirklich in Realität. Dieses Fahrzeug wird definitiv benutzt, wenn zum Beispiel Babys jetzt zu früh auf die Welt gekommen sind, also Frühchen, die werden so früh geboren, ja, oder sind per Kaiserschnitt geholt worden, auf die Welt geholt worden. Und jetzt sind die in einem kleinen Krankenhaus. Die Mama geht dahin, geht in den Kaisersaal, die haben zwar eine Frau, also sprich eine Geburtsstation haben die, ja, alles kein Thema, das Krankenhaus, aber sie können halt ein Kind auf die Welt bringen, aber sie können es nicht die intensivmedizinischen Maßnahmen tätigen, die vielleicht ein kleines Kind bräuchte, ja, wenn irgendwas es wäre. Und dann gibt es diesen Baby-Notarztwagen. Der wird von einem Notarzt besetzt, plus das Rettungsdienstpersonal. Die springen dann zum Beispiel jetzt von ihrem Rettungswagen, das sind alles ausgebildet auf dem Auto, der Kollege X und Y springen dann runter von dem Auto, gehen auf dieses Auto. Dann entweder bei größeren Großstädten ist es so, dass dieses Fahrzeug generell immer in einem riesengroßen Krankenhaus steht, also sprich Haus der Maximalversorgung heißt das, wo auch Kinder, Geburtsstationen dabei sind, also Pädiatrie-Klinik, Haus der Maximalversorgung. Da gibt es auch einen Kinderarzt. Dieses Fahrzeug wird meistens von Kinderärzten besetzt, die auch Notärzte sind, aber auch noch die Kinderarztausbildung spezifisch haben und die werden da drauf gesetzt, die kommen dann zu dem Auto dazu, das Rettungsdienstpersonal sitzt dann drauf und dann fahren die zu dritt zu der Einsatzstelle, wo das Baby ist oder, sage ich mal, die müssen jetzt ein Kleinkind verlegen von der, sage ich mal, von der Uniklinik in eine andere Uniklinik, ja, weil da irgendwas ist, was diese Klinik nicht hat und dann wird hier der Intubator, habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen, da kommen die kleinen Frühchen, die kleinen Babys rein.
ja, mit den ganzen Schläuchen, alles drum und dran. Und dann wird dieses Fahrzeug entweder per Rettungswagen, sprich Baby-Notarztwagen, in die Klinik gefahren. Wenn die Klinik doch zu weit weg wäre, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese ganze Trage hier zu nehmen, ja, und dann kommt der Hubschrauber. Das gibt es auch. Und dann kommt der Hubschrauber, dann wird diese Trage dort eingeladen, also das Fahrzeug fährt zu dem Hubschrauberlandeplatz, die Trage geht raus, geht in den Hubschrauber rein, der Hubschrauber fliegt dann das Kind mit, also diese Besatzung des Hubschraubers, da sitzt ja auch immer ein Notarzt drauf, kriegt eine Übergabe, fliegen die dann zu der Klinik, wo sie hin müssen, zu der Zielklinik, und wenn die fertig sind, kommen die mit dem Hubschrauber zurück, geben die diese Trage wieder ab, ja, so ist das in der meisten Regel, und dann wird ja alles wieder sauber gemacht, aufgefüllt, und dann geht das Auto wieder in den Dienst. So ist das angedacht, ja. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen den auch mal kommen. Ist eine super, super Sache. Ich selber habe dieses Fahrzeug auch schon gefahren, wo ich damals noch im Rettungsdienst gearbeitet habe, also letztes Jahr, habe ich da auch auf so einem Auto, bin ich mal gefahren. Das war bei uns bei der Berufsfeuerwehr. Wir haben auch dieses Fahrzeug bei uns da stehen gehabt, und da wird auch die Berufsfeuerwehr drauf eingesetzt. Aber wir sind das Ding auch gefahren. Also das haben wir auch erlebt. Ist, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz ekelhaftes Scheißgefühl, weil wenn du so ein Ding im Einsatz hast, dann geht es dem kleinen Kind wirklich nicht gut. Ja, wichtig ist immer, schönste ist immer, wenn du weißt, die Kinder sind auf die Welt gekommen und denen geht's gut. Und für ein Baby, dass da alles in Ordnung ist, das ist immer das Schönste. Aber wenn du so ein Kleinkind in so einem Kasten drin hast, nein, ist es meistens nicht gut, ja, wenn es dann transportiert werden muss zu irgendeinem anderen speziellen Krankenhaus, wo dann die Maßnahmen erfolgen können. Gut, wie gesagt, ASBX hat mir, jetzt kommen wir her mit dem Auto, der wird auch Gott sei Dank nicht so gravierend oft eingesetzt, ja, er wird eingesetzt, aber nicht so gravierend oft, Gott sei Dank, ist immer ein gutes Zeichen, dann geht es den kleinen Babys meistens gut, das ist ja auch das Ziel und das ist ja auch schön. Gut, auch ASB. Ja, dann haben wir noch einen geländegängigen Notarzt, ja, ja, wir haben hier öfter schon das Problem gehabt, dass wir mit unserem Notarztwagen des NEF, was jetzt noch in der Wache steht, ja, öfters mal vorkam, dass wir zu Geländen gefahren sind, wo wir gar nicht mit dem Notarzt hin konnten, ja. Da muss dann die Feuerwehr einschreiten mit ihrem Rüstwagen oder sind die da hingefahren. Also hatte man sich irgendwann überlegt, okay, komm, es ist noch ein bisschen Geld in der Stadt, wir holen uns jetzt einen, ja, Mercedes V8 Biturbo, also ja, den gab es da so in Sonderangebot auf Deutschland von Mercedes, der wurde aber umgebaut für einen Notarzt, ja, wird auch genommen als First Responder, können auch Feuerwehrleute reinsetzen, die können ihn auch benutzen, aber primär ist der für die Notarzt gedacht. Wenn der eine weg ist, kann der andere auch fahren, ja, ganz normale Standardbeladung, ja, also wie gesagt, klar, das war vorher ein AMG G63, ja, wie gesagt, wurde umgebaut für Notarztzwecke. Gut, das ist jetzt schon mal der Rettungsdienst, ja. Klar, für unsere Zwecke hier in unserer Wache haben wir da genug von da. Reicht. Klar, die nächstgrößeren gibt es noch die OVs, die Ortsvereinigung. Die haben dann noch Sandfahrzeuge, sprich, also da gibt es dann noch Sandzüge mit größeren Krankentransportfahrzeugen. Also das ist ein anderes Thema. Das haben wir hier nicht. Das gibt es ja in der nächstgrößeren Stadt dann. Ja, also wir haben jetzt erstmal nur hier so Rettungswagen, wir fahren mit dem ASB, der Babynotarztwagen steht in der Uniklinik, ja, und das ist unser Regelrettungswagen, den wir hier bei uns in unserer Wache stehen haben. Gut, Rettungsdienst, Polizei, Haken, haben wir gemacht. Jetzt kommt eigentlich das, ja, was uns am meisten beschäftigt, die Feuerwehr. Wir haben diverse Rollcontainer, also sprich Container, die wir mit unserem Wechselladerfahrzeug WLF transportieren können. Wir haben hier zum Beispiel unseren Einsatzleiter, Einsatzleitung, AB-Einsatzleitung, sprich, die wird bei Großschadenslagen, wird dieses Fahrzeug aufgesattelt, fährt dahin und da wird dann, wie gesagt, die Einsatzleitung drin treffen, da wird Kommunikation mit der Leitstelle gemacht, es wird mit den anderen Behörden, Organisationen, da sitzt dann der Rettungsdienstleiter, der Orgel mit drin, der leitende Notarzt sitzt vielleicht mit drin, ja. Kreisbrandinspektion sitzt da mit drin, die Stadtbrandinspektor sitzt drin, also alle wichtigsten Funktionen sind da drin und kommunizieren oder koordinieren einen Großschadenslage, ja, nicht Unwettereinsätze, riesengroß.
große Lagerhallenbrände, ja, Katastrophen, Alarm, was weiß ich, keine Ahnung, was alles, was groß und riesengroß gemacht wird mit viel, viel Personal, brauchst du auch eine gescheite Einsatzleitung. Da haben wir diesen Container hier, der wird dann auch aufgesattelt, fährt dann an die Einsatzstelle, wird abgesattelt, wo irgendwo Platz ist, ja, und dann wird dann die Einsatzleitung aufgebaut. Gut, wir haben AB-Tank, das bedeutet, hier ist 10.000 Liter Wasser drin, den wir benutzen können für, ja, größere Schadenslagen, Feuer, Scheunenbrände, da wo die Wasserzufuhr schlecht ist. Also ich sage mal, wir fahren es irgendwo hin, wo eine große Scheune brennt. Mitten im Feld. Da gibt es natürlich keine Hydranten wie in der Stadt. Ja, oder jetzt durch Zufall gleich gerade ein Fluss, der da lang fließt. Sondern, oder was auch ganz oft ist, sind diese Strohbrände. Stroh, dieser wie heißen, Heuballen. Heu- oder Strohballen. Sind ja übereinander gehäuft, sind ja meistens so 500 bis 1000 oder 2000 Stück. Wenn die fackeln, brauchst du natürlich auch Wasser, um das kontrolliert zu brennen. Ja, und dann wird es gelöscht und dann brauchst du halt so einen AB-Tank, dass du einfach mal ein bisschen Wasser an der Einsatzstelle hast, ne? So, wie gesagt, da gibt es halt so ein bisschen Material. Wir haben noch was ist da los? Wir haben hier unsere Pumpe, die wir dafür brauchen, dass wir es benutzen können. Wir haben Schläuche dafür da, ja, wir haben Kabel, Strom haben wir dabei. Also ist alles da, was wir dafür brauchen, wenn der eingesetzt wird, um Wasser zu fördern. Bei dem letzten Feuer, Scheune, wo wir am Montagabend hatten wir ja diesen Scheunenbrand, da ist dieses Gerät im Einsatz gewesen. Ja, das haben wir gestellt zwischen dem Fluss, das habt ihr gesehen, und der Drehleiter und auch dem Haarlöff. Ja, also der hat das dann eingespeist. Das Wasser ging hier rein, das ist hier reingegangen. Ja, und auf der anderen Seite ist das wieder rausgekommen, mit der Pumpe übergelaufen. Und es war einfach nur so ein Zwischenspeicher, dass wir Wasser vor Ort hatten. Ne, weil es ja ein bisschen außerhalb war. Gut, dann haben wir ja AB-Schlauch. Hier haben wir halt viele Schläuche, die wir brauchen. Ja, der wird auch aufgesattelt, um halt die Geschichte zu haben, wenn wir sowas brauchen mit Wasser und so. Da brauche ich auch viele, viele Schläuche. Das ist natürlich auch die nächste Sache. So, ja, seht ihr, ganz viele Schläuche hier drin, wird alles gebraucht. Und auch noch Standrohr mit dabei, Auffangbecken mit dabei. Also wir haben alles Mögliche. Das ist dann der AB-Schlauch. So, hier haben wir dann AB-Rüst, also sprich die technische Hilfeleistung, also sprich für größere Verkehrsunfälle, Schadenslagen, große, wird dieses Gerät eingesetzt, um halt jetzt, sag ich mal, Sachen zu alles, was mit technischer Hilfeleistung zu tun hat, wird dieses Gerät eingesetzt. Des Weiteren haben wir hier auch nochmal Schaum und CO2. Ich sage es mal, größere Industriebrände, ja, wo Kaminbrände sind, was auch immer. Ja, kannst du mit Wasser natürlich nicht löschen, weil gibt eine massive Druckexplosion, fliegt dir der Schornstein weg, ja. Wenn die Kaminbrände ab bei der Feuerwehr, kommt ja auch der Kaminkehr, also der Schornsteinfeger und so, da darfst du natürlich niemals mit Wasser reingehen. Ja, deswegen gibt es hier extra CO2-Löcher, die sind hier drauf verlastet, die ziehst du, wird dort aufgeklappt. Dann wird das rausgenommen, wird da reingespritzt, also reingesprüht, dann war das. Hier haben wir nochmal Schaum, zwei Schaummittelkanister drauf, Tanks, ja, und werden auch benötigt für größere Sachen, LKW-Brände, wo halt mit Schaum gelöscht werden muss. Gut, Highlight, da sind wir noch nicht ganz sicher, ob wir uns dieses Fahrzeug organisieren, ob wir das kriegen. Ein Panther, eigentlich ein Flugfeldfahrzeug, Sprachfehler. Ja, das wird auf den Flughäfen, wird das benutzt als Simba, in Frankfurt am Flughafen zum Beispiel der Simba, in Leipzig der große Panther, ja, Düsseldorf, alle großen Flughäfen haben diese Fahrzeuge, das sind die Großtanklöschfahrzeuge für, ja, was du brauchst, wenn Flugzeuge brennen, was auch immer. Das wurde uns jetzt mal hier zur Verfügung gestellt von der Firma Rosenbauer, da ist ja das große R, ne, einfach mal hingestellt, um sich das mal anzugucken, dass die Leute auch mal sehen, was es überhaupt zu Riesenfeuerwehrenfahrzeuge gibt auf dem Flughafen. Wurde uns da mal zur Verfügung gestellt. Klar würden wir so ein Ding auch gerne haben. Ne? Aber kostet leider ein paar Euro. So 3,50 Euro. Nein, natürlich nicht. Also hier reden wir von einer 500.000, die hier steht.
ohne Zubehör, nur das Fahrzeug, ja, hat 12.000 Liter Wasser da drin und 5.000 Liter Schaum. Also damit kann man ein bisschen Feuer ausmachen, ja, aber Kostenaufwendigkeit hoch 10. Gut, wie ich schon sagte, HLF 2 steht zum Abmarsch bereit in der Walle. Hier ist HLF 1. Klar, haben wir zur Ausstellung ganz normales Feuerwehrlöschfahrzeug. Ja, was wir brauchen, Stromaggregat, einen Lüfter, Benzinbetrieben. Wir haben hier ja diverse kleine Sachen, was wir brauchen. Hygienebord, ein Türöffnungswerkzeug. Wir haben einen Bolzenschneider, Axt, ein Halligentool, einen Spalthammer. Wir haben Feuerlöscher, wir haben unser Sprungretter hier drauf, wir haben Schwerschaumrohre, Standrohre, wir haben diverse, ja, Kombirohr, wir haben unseren, diverse Strahlrohre haben wir, unsere große Feuerlöschkreiselpumpe haben wir hinten auch, ja, 2000 Liter in dem Fahrzeug, 1600 Liter in der pro Minute Ausgangsleistung 2016. Ja, klar, Schläuche, was wir natürlich brauchen, unsere Pressluftatmer für den Atemschutz. Da oben haben wir ein bisschen was für die technische Hilfeleistung. Ja, weil es ja ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ist. Wir haben diverse kleine Rettung, also sprich Werkzeugkisten, wie da ist eine Säbelsäge drin, da ist eine Stichsäge drin, da ist Elektrowerkzeug drin, da ist Werkzeug, Bordwerkzeug drin, da sind Werkzeug, Schlüssel drin, was wir brauchen. Ja, wir haben noch hier nur ein Werkzeug, Rucksack, den wir mit, wir haben ein bisschen Bindemittel und natürlich unser hydraulisches Rettungsgerät haben wir auch drin. Also alles Sachen. So ein Around-Fahrzeug ist das, ja. Ganz normal unsere Mannschaftskabine da hinten drin. So, der Einheitsführer und der Maschinist. Ja, unser HLF 1, was natürlich immer als Erstausrücker rausfährt, wenn irgendwas ist. Habt ihr ja mittlerweile alles mitbekommen bei den Einsätzen. Unser Flutlichtmast haben wir da oben drauf. Flutlichtmast, unser Lichtmast. Flutlichtmast haben wir im Stadion. Heilige Maria. Ne? Super, HLF 1. Ja, dann haben wir natürlich unser TLF 2040. Das bedeutet, wir haben 2000 Liter die Minute aus der Pumpe hier raus. Wir haben 4000 Liter Wasser da drin. Da ist ein Strommast, oh Mann, ein Lichtmast ist da drauf. Ja, klar, hier ist auch ein bisschen Absperrmaterial, was wir brauchen, wenn wir das Fahrzeug einsetzen. Wir haben nochmal eine Flutlichtbrücke drin, wir haben einen Feuerlöscher drin. Ja, wir haben Lüfter drin. Das ist reines Fahrzeug, was nur für Feuer gedacht ist, also es wird nicht eingesetzt für die technische Hilfeleistung, ja, das wird eingesetzt, wenn zum Beispiel ein LKW brennt, wenn irgendwo, ihr habt es ja gesehen, das war jetzt die Tage auch wieder am Montag, war das auch im Einsatz beim Scheunenbrand, wir haben hier ganz viele Schläuche, ja, Strahlrohre, alles da, hier haben wir noch ein bisschen Brechmaterial, was wir natürlich auch brauchen, wir haben unseren Verteiler, Kombirohr und noch ein paar Blitzer, also das ist ein reines Fahrzeug, was wir brauchen, um Wasser abzugeben, ja, wie gesagt, 2040 bedeutet 2000 Liter die Minute und 4000 Liter Wasser und 500 Liter Schaum hat er, ja, also super Fahrzeug, wird benötigt, klar, Highlight, die DLAK, ja, also die 2312, unsere Drehleiter, die wir haben mit Gelenkmast oben, ja, wird eingesetzt, 23 Meter Nennrettungshöhe, die wir benötigen, haben wir ja auch zwei. Eines zum Abmarsch in der Halle steht sie, wenn da ein Einsatz sein sollte. Ja, das ist halt Luxus bei uns in der Stadt. Wer hat schon zwei Drehleitern? Deswegen, ja, auch immer da. Super Fahrzeug. Sehr gut. Das kommen wir gleich. Oh, ich werde mal hier hin drüber. Klar, das wichtigste Auto mit ist unser Einsatzleitwagen ELW1. Da fährt dann meistens der Einsatzleiter mit einem Maschinisten oder der Zugführer, der hier drin sitzt. Ja, so, die dürfen da drin sitzen oder auch der Stadtbrandinspektor, wenn er mal gerade da ist, der Wehrführer, die sitzen da hier drin, werden an die Einsatzstelle gefahren und sind natürlich dann Einsatzleiter. Super. So, dann haben wir unseren Wechsellader, aktuell mit einer Mulde hinten drauf. Den wollte ich jetzt nicht runter machen. Ja, mit Kransystem kann, lass mich lügen, ich glaube 6 Tonnen kann dieser Kran heben. Oder, ja, 6 Tonnen kann er heben. Also auch das ist eine super Sache. Wollten wir extra haben, klar, für unsere Container. Mit einer Seilwinde, die wir auch da haben. Sehr schöne Sache. Haben wir schon öfters eingesetzt. Na, wie gesagt, Wechsellader, WLF, tolles Fahrzeug. So, dann haben wir für unsere Hauptamtlichen ein klein KLF, Kleinlöschfahrzeug, also sprich, ja, Kleinalarmfahrzeug. Das wird eingesetzt für kleine Sachen wie H1, F1,
wird das mal kurz eingesetzt, da fahren dann vielleicht 2, 3 Peoples mit raus, unser hauptamtliches Personal fährt da mit raus, ja, und können so kleine Einsätze abarbeiten, da brauchen wir keine komplette große Feuerwehr zu alarmieren mit Vollalarm, wenn irgendwas ist, sondern eine Türöffnung mit Eile für den Rettungsdienst kann das Kleinfahrzeug alleine machen mit 2, 3 Leuten. Wenn was gravierend groß ist, können sie nachalarmieren lassen. Aber du hast hier Möglichkeiten jetzt auch mal irgendwie so, ja, irgendwas, was, wenn was sich eingeklemmt ist, haben wir hier noch eine Schere mit drin, kannst du ein bisschen aufbrechen und so. Also das ist so ein kleines Alarmfahrzeug. Super Sache. Hat eigentlich jede Feuerwehr hat das meistens so. So für kleinere Einsätze ist das eine super Sache. Muss nicht immer mit den großen rausbrettern. Ja, auch ein Highlight, klar, unser Rüstwagen. RW1, das ist aber schon eher ein RW2. Ja, weil es ein großer ist mit Stromerzeuger, alles an technische Hilfeleistung, hat kein Wasser, ist reines Fahrzeug für die technische Hilfeleistung mit alles möglichen an Werkzeug, oh, Entschuldigung, na, geh runter, wo klettert der denn jetzt rum, ja, auf dem Dings, ja, also alle möglichen Sachen, was du brauchst, um technische Hilfeleistung zu erledigen, Verkehrsunfälle, Unwettereinsätze. Ja, wir haben hier Atemschutz, also Sauerstoffflaschen drauf, die wir brauchen für unsere Rettungskissen. Ja, dann haben wir unseren technischen Hilfeleistungsrettungssatz ist drauf. Wir haben hier Unterbaumaterial, wir haben eine Teleskopleiter, wir haben ganz viele Kästen wie Mehrzweckzug, wir haben Verkehrsunfallsatz für Umweltschäden. Wir haben Werkzeugsatz für Holz, Unterbau, wir haben Schornsteinfegersatz, ja. Hier sind noch Sachen wie Besen, Helligen Tool, ja, also Brechmaterial ist da mit drauf, hier ganz viel Ölbindemittel. Also der Rüstwagen ist dafür da, Kabel, Strom, haben wir auch einen eigenen Strom, ja. Ist einfach dafür da, für alles, was mit der technischen Hilfeleistung zu tun hat. Egal was ist, auch wenn nachts irgendwo wir Vollidioten rumlaufen und schmeißen welche Scheiben ein. Bei Einkaufsmärkten ist ja alles schon vorgekommen. Ja, dann fährt dieses Auto dahin, macht dann alles mögliche. Wir haben Nägel drauf, wir haben Werkzeug drauf. Wir haben alles mögliche an Krimskrams haben wir da drauf. Ja, wo dieses Fahrzeug zur rein technischen Hilfeleistung hinfährt. Genau. Dann haben wir natürlich noch, klar, unseren LKW, den wir haben mit jetzt habe ich gerade einen Sprachfehler. Ja. Bin ich jetzt blöd? Scheiße, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hier, der Trailer, da kommt der Bagger eigentlich drauf, ja. Wenn wir irgendwelche großen Sachen haben, LKW ist umgekippt mit Bauschutt, was auch immer, vielleicht hat sich über die Straße verteilt, kann ein Feuerwehrmann nicht mit der Schippe aufkippen. Ja, dann kommt dann hier einfach unser Bagger drauf. Ja, der steht hier vorne. Der wird da drauf gefahren mit der Gabel, die wir haben für Paletten und natürlich hier für die Schaufel, um irgendwelche größeren Sachen jetzt, wie gesagt, aufzukippen und dann wieder die Straßen zu befreien oder was auch immer, Bauschutt oder, ja, wir können den Bagger auch nehmen für Einrissarbeiten, sprich, es hat eine Scheune gefackelt, da fahren wir da vorsichtig hin, reißen die Scheune damit an, ja, oder Gebäude, die gebrannt haben, können wir das schon mal machen. Ja, in der meisten Sache hilft uns aber das THW dazu, ne, die helfen uns, aber wir können natürlich auch selber Sachen machen. So, und auch mal ein großes Highlight. Ja, unser FW30. Ja, oder FWK30. Das bedeutet, unser Feuerwehrkran 30 Tonnen. Ja, ist aber jetzt nur ein Leihgerät, weil unser Kran zur 10-Jahres-Wartung ist. Das heißt, das dauert wochenlang. Da wird alles an dem Auto zerlegt. Alles. Jede kleine Schraube. Ja, also das dauert jetzt, bis das Ding wieder repariert ist. Also nicht repariert, ist so eine Wartung, wie wenn ihr zu euren Autos in die Werkstatt bringt, zur Inspektion. So ist das mit diesem FWK genau dasselbe. Der wird da komplett zerlegt, wird alles neu geschmiert, gibt neue Gelenke, neue Schrauben, alles drum und dran. Den haben wir leihweise bekommen. Wie gesagt, 30 Tonnen Kran wird eingesetzt auch für die reine technische Hilfeleistung, Unterstützung, Bergungsunternehmen, ja, umgestürzte LKW, wenn Verkehrsunfälle sind mit LKWs, fährt dieses Fahrzeug auch gleich mit raus, um dann den LKW zu sichern, was auch immer. Also das ist ein reines Fahrzeug für, ja, die technische Hilfeleistung. Unwettereinsätze kann man dieses Fahrzeug, klar, könnte man den aussehen, hast du einen riesengroßen Baum, der irgendwo drüber liegt, ja, kannst du den mit dem Kran natürlich anheben.
Das ist ganz normal, weil mit einer Kettensäge würdest du wahrscheinlich 30 Jahre sägen, bis du so einen riesen fetten Baum da zerlegt hast. Also kannst du den auch einfach mit dem Kran hochheben, legst ihn dann rüber ins, was weiß ich, in die von der Verkehrszone runter, wo auch immer der umgefallen ist. Ja, und dann kümmert sich später der Bauhof darüber oder die, was auch immer, das Land kümmert sich darum, dass der Baum dann, wenn er keinen stört, bleibt er auch liegen. Also das ist alles so Sachen. Aber wie gesagt, so ein Kran ist eine feine Sache. Kostet halt sau viel Geld. Ja, die Unterhaltskosten sind extrem viel. Also dieser Kran wurde auch von unserer Stadtbahninspektion eingesetzt, dass wir gesagt haben, er kann überörtlich eingesetzt werden. Also sprich, er fährt nicht nur in unserer Stadt hier rum und hilft, sondern er wird halt auch eingesetzt für die Nachbarkommunen, Nachbargemeinden. Ja, wenn die irgendwas haben, Unwettereinsätze, Verkehrsunfälle oder die brauchen einfach einen Kran, weil ein Haus droht einzustürzen oder was auch immer, dann wird dieses Fahrzeug auch mit dahin abgesendet. Ja, da fährt dann meistens der ELW mit. Der fährt dann mit als Führungsfahrzeug und halt der Kran. Und wenn alle Stricke reißen, wird natürlich klar, der Wechsellader mit dem AB-Rüst, also Rollcontainer, Containerrüst, wird dann dort auch bestückt und dann fahren die da in dem Element, fahren die hin. Also Kran, der Wechsellader mit AB-Rüst und der ELW fahren dann als Führungsfahrzeug und als Komponente fahren die dann zur jeweiligen Einsatzstelle, wo es benötigt wird. Ja, meine Lieben, Highlight, das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, klar, wir haben von dem Land eine Versorgungsstation bekommen, bezüglich für MANF, sprich Massenanfall von Verletzten. Ja, Bundesautobahn, Massenkarambolage, was auch immer, mehrere Verletzten. Oder jetzt aktuell, ihr weißt, was Sache ist, Corona. Ja, jetzt geht's los, das ist ein, Gott sei Dank, ein Impfstoff entwickelt worden ist, der jetzt in der Endphase ist. Anfang 2021, erste Quartal, soll der wohl ausgeliefert werden und die ganzen Ärzte, Schwestern, also Krankenpfleger, was auch immer, Feuerwehr, Polizei, alles soll geimpft werden. Für Großschadenslagen hat man sich dann hier dieses, wurde vom Land für uns angeschafft. Ja, aber man kann es momentan auch nehmen, sprich für Corona, zum Beispiel jetzt Testbereiche, wenn du jetzt immer Leute hast, du musst hier die Testphasen machen, wie am Flughafen, wie, was weiß ich, wo es gebraucht wird oder halt auch Großveranstaltungen. Es sind irgendwelche Rockkonzerte, jetzt aktuell natürlich nicht. Ja, Großveranstaltungen, Formel 1 fahren, Motocross, Rockfestivals, was weiß ich, was es alles gibt, ja. Hast du hier so eine verletzte Sammelstelle? Ja, hier könntest du große Veranstaltungen, wie zum Beispiel München Oktoberfest. Ja, die haben auch solche großen Anlagen. Da hast du mehrere Plätze, wo natürlich Fulleulen draufgelegt werden. Da können sie ein Rauschen ein bisschen auspennen, ja. Oder Verletzungen arglicher Art. Ja, Erstmaßnahmen werden hier gemacht. Wir haben ein Stromaggregat. Hier kommen Sauerstoffflaschen rein, die momentan nicht drin sind, ja. Wir haben natürlich einen riesengroßen Lichtmast hier stehen, der uns mit extra Aggregat Licht befördert. Also, das sind so für Großschadens Sachen. Habe ich bis jetzt erst einmal eingesetzt, da war ein Rockkonzert, da wurde das eingesetzt, aber das wurde gar nicht richtig benutzt. Also die Leute waren alle vernünftig, ja, da war der eine oder andere betrunken, aber da haben sich die Kumpels drum gekümmert oder so. Also hier war jetzt nicht irgendwie Highlights, dass hier die Schwerstverletzten gekommen sind, das war alles nicht der Fall. Ja, das war jetzt eigentlich mal so das Highlight, was wir im Bereich der Feuerwehr, NFMA, sprich der LS-Feuerwehr, an Gerätschaften bei uns haben, was eingesetzt wird bei den Einsätzen. Ja, definitiv. Klar, der ASB unterstützt uns natürlich im Landkreis mit seinen Rettungswagen, der BB-Notarztwagen natürlich auch, der geht wieder in die Uniklinik zurück. Ja, unsere Feuerwehrfahrzeuge, die bei uns auf der Wache stehen. So, jetzt versuchen wir es noch einmal, ja. Und, es funktioniert, heute geht's mal. Die Drehleiter. So, jetzt gehen wir mal hoch, hopp. Oh, oh. Ich habe Angst, da falle ich da runter. Na, was ist los? Oh, nicht fallen. Es tut gleich weh, Leute. Und ich hier hänge. Also der Fell ist runter, tut mir leid. Oder ich gehe wieder runter und tschüss. Also, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich hochgehen und wollte gerne euch mal von oben nochmal kurz das zeigen. Vielleicht kriege ich es jetzt mal hin.
Nein, er will nicht. Er will nicht, wie ich will. Gut, macht er nicht, tut mir leid. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt ja das Thumbnail-Bild, seht ihr ja von oben, was wir hatten. Ja, jetzt wie gesagt, in 20 Minuten ungefähr geht dann der Bürgermeister, ist er da, es kommt der Pfarrer nochmal, es werden nochmal eine Gemeinde Ölung gegeben, es werden nochmal 2, 3, 4 Begrüßungsworte gesprochen von Seiten der Stadt und auch des Pfarrers, der macht das auch immer gerne. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger einen schönen, angenehmen Tag haben. Es ist leicht bewölkt, aber es soll nicht regnen, habe ich gehört. Es soll so bleiben, wie es jetzt ist. Wir haben, ja, 23 Grad aktuelle Temperatur. Ja, wir werden so bis 18 Uhr ist es angedacht, der Tag der offenen Tür. Hoffen natürlich, dass wir keine Einsätze bekommen, dass alles ruhig ist, dass die Leute einfach Spaß haben, dass sie essen können, dass sie trinken können, dass sie lachen können. Und ja, das ist so geplant. Es gibt genug zu essen. Wir haben hier verschiedene Angebote wie Currywurst, Steaks, Bratwürste, Pommes. Es gibt hier noch so ein bisschen besondere Sachen. Ich weiß nicht, was die Jungs hier machen wollen, keine Ahnung. Da wird es auch nochmal besondere Sachen geben und so weiter und so fort. Die Jugendfeuerwehr stellt auch was aus. Da hinten machen die ihre Krebs. Ja, die machen Krebs, bieten die an, ne? Also wie gesagt, es ist genug da. Getränke standen, wird auch hier ausgehängt, Getränke und so. Also es ist genügend da. Und dann hoffen wir mal, dass es ein Erfolg wird. Ja, das ist eigentlich so mal jetzt das, was ich euch präsentieren wollte. Wir vergessen jetzt mal für diese Zeit, für heute, mal die Corona. Jetzt aktuell, es ist natürlich im Real Life, ist die Corona da. Hier bei dem Spiel wäre sie jetzt nicht da. Ja, das müsste ich im Vorfeld sagen. Nicht, dass ihr jetzt gleich wieder Kommentare schreibt. Wir haben Corona, warum hast du? Nein, in diesem Spiel jetzt hier habe ich mir gedacht, gibt es keine Corona. Hier sind alle Friede, hier sind alle fröhlich, hier geht's allen gut. Ja, keiner ist krank. Und nur, dass im Vorfeld was geklärt ist. Also in der Realfall gibt es leider diesen scheiß Corona. Aber hier auf meinem Spiel möchte ich heute einfach Tag der offenen Tür haben. Ich möchte fröhliche Leute haben, Kindlein. Mit Kind und Kegel, alles drum und dran, die sollen sich hier austoben und sollen ihren Spaß haben und sollen einfach was über die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kennenlernen. Ja, meine lieben Freunde, dann haben wir es eigentlich leider länger, als ich dachte. Ja, es tut mir leid, bitte, bitte verzeiht es mir, aber sowas zu erzählen dauert halt auch ein paar Minuten mal. Es geht nicht irgendwie, ich euch die Autos zeige und das war's, sondern das eine oder andere muss man noch ein bisschen dazu erzählen. Das ist halt mein längeres Video als eine halbe Stunde, aber ich hoffe, ihr seid nicht böse und verzeiht mir das. Ich hoffe, es hat euch vielleicht gefallen. Es würde mich freuen, lasst einfach ein Like da, ja, lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder auch nicht, ist kein Problem, jeder hat seine eigenen Wunschvorstellungen oder seine eigenen Vorstellungen, ja, dann sage ich einfach ganz, ganz lieben Dank, auch, dass ihr die Videos anguckt, dass ihr trotzdem liked, dass ihr auch vielleicht abonniert, ne, freut mich riesig, ja, bleibt jetzt wieder realmäßig alle gesund, Corona, ja, passt auf eure Familien auf, dass eure Familie es gut geht, eure Großeltern alle, Risikopatienten, die es da gibt oder Risikogruppen, passt darauf auf, dass ihr euch nicht ansteckt etc. pp. Dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und dann denke ich mal am Freitag wäre da wahrscheinlich, dann ist ja auch dieses DLC da, das werde ich mir wahrscheinlich auch holen, Alpine, mal gucken. Dann werden wir vielleicht am Freitag machen wir einen Livestream, ja, das ist ja bekannt, habe ich ja gesagt. Was ich noch dazu gerade sagen wollte, ich werde keine vorab Ankündigung machen, sprich, dass ich jetzt wie andere Streamer sage, ich mache am Montagabend ein Video um die Uhrzeit. Das ist bei mir ein bisschen schwieriger. Es gibt Montag ein Video, es gibt auch Mittwoch Videos, das habe ich ja gesagt. Aber ich kann nicht zu euch sagen, ich werde Mittwochabend um 18 Uhr das Video reinstellen, weil es ist immer noch die Situation, wie es gestern zum Beispiel war. Ich wollte gestern noch was machen und da hat es um kurz nach 6 hat es alarmiert. Und da war ich bis um 10 im Einsatz. Also ich bin im Realleben, bin ich bei der Feuerwehr tätig, das wisst ihr ja. Und wenn es dann nicht alarmiert, kann ich mich so nicht drauf festsetzen. Aber Ziel ist immer, dass ich Montag und Mittwochs meine Feuerwehrvideo-Geschichten mache und freitags den Livestream mache. Das habe ich euch versprochen und das werde ich auch da so durchziehen. Ja, gut, wie gesagt, dann beenden wir das jetzt hier. Dann bedanke ich mich, bleibt wie gesagt alle gesund. Habt euch auch noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass es euch gefällt. Lasst Likes da, lasst Abos da, würde mich riesig freuen. Dann sage ich einfach vielen lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüdelü und tschö mit Ö.